Die Stadt da ist unser letzter Halt. Schau mal. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep. Da ist der nächste Posten. Ein Supermarkt? Yep, da kommen wir unterwegs dran vorbei. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Ich sehe einen Sturm. Morgen wird man gut Schlitten fahren können. Mhm. Gehen wir zurück zu den Pferden. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Ja. Danke. Hey, Japan. Ich wollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter, nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Was musst du gerade sagen? Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du um Schneestockschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um? Nein, vielleicht. Leck mich. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Was weißt du über diesen Ort? Das ist eine normale evakuierte Siedlung. Die Infizierte kommen fast nie so weit herauf. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Hm. Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land.
Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Ich mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schatten fahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der Jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist der im ersten Film? 10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Krass. Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt Original-Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon, spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Mal, was ich gefunden habe. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Die habe ich noch nicht. Danke, Lina.
Sally. Lass Schimmer nicht stehen. Ruhig, Mädchen. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Stinkt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Mehr Blut. Shit. Da sind welche drin. Sind die da bloß reingekommen? Viel wichtiger, wie kommen wir da rein? Dina, Bella. Erwischt. Nummer eins. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Gute Idee. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe.
Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Sind das alle? Ja. Sieht so aus. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Komme. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Ugh.
Da. Siehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Was gefunden. Schön. Siehst du einen Weg aufs Dach? Weiß nicht. Hier entlang. Bin drin. Ich auch. Wollen wir Vorräte suchen? Hey, ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Da drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Denk dran, ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, oh, ganz reizend. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Yep. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss.
Wohl nicht. Mann, funktioniert.